Hallo und willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy, dem ersten Teil. Wir wollen uns nun um den Steinhügel kümmern, denn auch der muss befreit werden. So, hier wär. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Halleluja. Wow. Aber wer die ersten Spyro-Spiele kennt, der wird meine Begeisterung verstehen. Und wer die auch so sehr abgefeiert hat wie ich. Ah, die kann ich sogar mit dem Rammen wegmachen. So, erst einmal schnappen wir uns hier in dem Bereich alles, was es zu sammeln gibt. Wo war es das? Ich denke schon. Und dann schauen wir mal, was uns hier unten erwartet. Drache. Und eine verschlossene Truhe. Na, da scheinen wir noch einen Schlüssel zu finden zu müssen. Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. So. Wo schauen wir denn mal als erstes nach? Hier gibt es ein paar Gänge. Hier haben wir angefangen. Ich würde sagen, wir gehen rechts rum. Schauen uns als erstes mal den Gang hier an. Da habe ich schon wieder einen Eierdieb gehört. Okay. Okay. Komm her. Zack. Ist auch dran. So. Alles hier mitnehmen. Okay, ich glaube hier. Nee, hier haben wir doch noch nicht alles. Jetzt denke ich aber schon. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was uns das hier ermöglicht. Erst einmal ermöglicht es uns, einen Drachen zu befreien. Spyro, mein Freund, brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Danke für den Hinweis. So, jetzt aber die große Frage, ne? Wo sollen wir denn hingleiten? Ich denke, wir versuchen es mal mit dieser Richtung. Okay. Down. Manchmal sind in Spyro-Spielen an so Abgründen auch noch so kleine Strände versteckt, an denen es noch ein paar Kristalle oder so gibt. Deswegen da immer Vorsicht, denn so wie wir es hier unten sehen. Also direkt am Ende merken wir uns mal. Upp, da habe ich ihn schon wieder gehört. Wo ist er denn? Da! Schnappen wir uns ihn direkt mal. Wenn man nah genug dran ist und dann sofort mit seinem Feuer speit, dann kann man den auch erwischen, ohne direkten Kontakt herzustellen. So nämlich. Sehr gut. Ein Ei mehr gerettet. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen die Orientierung verloren. Ich glaube, hier haben wir angefangen. Ich glaube, wir sind genau eine Runde gelaufen, ne?
Und hier hätten wir auch schon direkt was verpasst. Schauen wir mal. Ich bin gerade innen rumgelaufen, jetzt laufe ich mal ein bisschen außen rum, aber so wie es aussieht, ist ja nichts mehr. Ich merke mir das immer, falls uns am Ende noch was fehlt. Aber so wie es aussah, war da nichts mehr. So, und dann gehen wir jetzt mal hier rum. Hier liegt noch was, aber ansonsten scheint ja auch nichts Großes mehr zu sein, ne? Wenn ich hier jetzt nicht total offensichtlich an irgendetwas vorbeigelaufen bin, was ich gar nicht ausschließen will, um ehrlich zu sein. Ich habe die Spyro-Spiele schon so oft gespielt, war mir sicher alles zu haben und dann hat mir am Ende doch noch irgendwas gefehlt. Also, das war jedenfalls bei mir keine Seltenheit. Verdammt, da müssen wir nochmal hoch. Das hier ist, glaube ich, das Feld, wo wir angefangen haben, genau. Oder? Ja, richtig, hier haben wir angefangen, genau. Dann müssen wir da durch und dann noch einmal da hoch. Wir müssen das erst einmal zu Ende anschauen, bevor wir die anderen Gänge untersuchen. So, ist hier rum kürzer vielleicht? Ach, natürlich nicht. Dann können wir uns das hier aber auch direkt mal anschauen. Dann können wir uns hier nämlich sicher sein, dass hier nichts mehr ist. Nein. Bäume kann man hier gerade nicht verkokeln. Okay. Oh. Okay, das scheint es hier gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, können wir uns die anderen Gänge anschauen. Da, hier sieht das so aus, als wenn es da zum Ende geht. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal hier um. Ah, hier ist nur so eine Halle, eine kleine. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Richtig, dem Spyro doch nicht. Der sich sofort auf Gnasty Gnork stürzen will. Der würde doch niemals in Schwierigkeiten geraten. Ah. Gut, dann bleibt uns wohl nur noch der Gang hier, wo es wohl zum Ende geht. Und dann schauen wir gleich mal, nachdem wir den Strand unten... Ah, da fällt mir gerade ein, uns fehlt auch noch der Schlüssel für eine Kiste, ne, die unten in dem einen Brunnen, sag ich mal, war. Den haben wir noch nicht gefunden. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel, Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Dieser Spyro, ey. Ja, da sieht man es sogar schon. Hier sieht man, dass auch so ein Strudel nach oben geht. Da kann man auch darauf kommen, selbst wenn man es von da oben nicht sieht, dass da unten noch was ist. Ich hatte das so in Erinnerung, dass die Strudel erst erscheinen, wenn man denn unten gelandet ist. Ah, zack. Okay, also hier ist alles in Ordnung. Schauen wir mal hier, ob wir hier vielleicht sogar den Schlüssel finden für die eine Truhe. Ah, da ist er, tatsächlich. Gut. Das bedeutet, wir haben vielleicht nichts verpasst. Schauen wir mal. Und zuerst einmal schnappen wir uns jetzt den Schatz, denn Drachen sollten wir alle haben. Das schaue ich aber erst nach, wenn wir uns den Schatz geholt haben. Ups, und rein da. So. So, wo ist er? Da. Das sieht gut aus. Nein, doch nicht. Uns fehlen tatsächlich 3 Edelsteine. Edelsteine kann ich auch manchmal dazu sagen. Wir werden mal das hören. Ja, und das meinte ich. Wo fehlen mir jetzt diese 3 Edelsteine?
laufe jetzt noch einmal alles ab, aber groß suchen werde ich nicht. Das wäre für euch wahrscheinlich auch zu langweilig. Dann laufe ich jetzt einfach nur noch mal schnell alles ab und würde mich dann melden, wenn ich es gefunden habe. So, schauen wir nochmal hier, können in der Zwischenzeit noch ein bisschen Gras verbrennen, ist auch immer schön. Hier geht's nach Hause, ne? Gut, aber hier wird wahrscheinlich irgendwo was übersehen. Gucken wir einmal hier rum. Das Gute ist ja, man braucht, solange man Sparks hat, die Edelsteine nicht direkt berühren. Sparks sammelt die für einen ein, wenn man dran vorbeiläuft. Das ist sehr hilfreich. Oje, oje, oje. Na. Okay, also wo mögen die sich wohl versteckt haben? Wahrscheinlich habe ich tatsächlich hier oben was vergessen, ne? So, ja, ich würde aber sagen, ich schneide euch das rein, wenn ich es gefunden habe. Und also, bis gleich. Ja, hallo Leute, ich habe gerade gedacht, ich hätte das hier im Rand vergessen. Und da gucke ich mich um und sehe doch da hinten links einen grünen und einen roten. Was natürlich der grüne 2, der rote 1 gibt. Damit hätten wir sie hier alle. Ich habe jetzt hier noch so 2 Minuten gebraucht oder so, also lange war es nicht. Bin also jetzt nur noch einmal alles abgerannt. Ja, und damit hätten wir das Level zu 100% geschafft. Und können uns auf dem Weg nach Hause machen. So, jetzt nur noch einmal gucken. Hier, hier geht's zurück. Ist klar. Gut. So. Das nächste Level, das wir uns anschauen, ist das, was da hinten im Labyrinth war. Wie heißt das? Dunkles Tal. Da bin ich mal gespannt, wie dunkel das ist. So, willkommen im dunklen Tal. Na, du wolltest doch wohl nicht den Frosch an den Kragen, denn der ist Futter für meinen Sparks. So. Okay, okay. Also, ihr seht, manche Gegner haben auch Schilde, gegen die hilft dann Feuer nicht sehr viel. Da muss man die zu wegrammen. Es werden, glaube ich, auch noch schwerere Gegner kommen, bei denen weder Rammen, also auf den ersten Blick jedenfalls, weder Rammen noch Feuer was bringt. Natürlich nur auf den ersten Blick, das wird ja keinen Sinn machen, sonst könnte man die ja gar nicht besiegen. Und hier müssen wir wieder einen Schlüssel finden. Okay. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, was hier unten ist. Ah, und da sind die Gegner auch schon. Wie ihr sehen könnt, sind die von vorne sehr gut gewappnet und zu stark, um die wegzurammen. Deswegen müssen wir ja von hinten den Hintern verkohlen, um hier weiterzukommen. Ah, da hinten erwartet uns doch schon der erste Drache und links der Schlüssel. Sehr gut, dann können wir uns den Schatz gleich direkt mal abholen, damit wir den nicht vergessen. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher.
Aber sowas von sicher, ne? Also ihr wisst Bescheid, niemand darf es weitererzählen. So, ich glaube, das war's hier unten. Nee, doch nicht. Irgendwo verbirgt sich doch immer noch mal was. Also gut. Genau. Hätte ich jetzt nämlich schon wieder direkt fast vergessen, ne? Also, wir wollten uns ja zuerst den Schatz holen, damit wir das nämlich am Ende nicht vergessen. Gut. Und so auf so Plattformen hasse ich das immer, weil ich dann... Oh, da geht's auch noch weiter. Weil ich dann nie weiß, ob hier nicht noch irgendwas runtergefallen ist. Manchmal passiert das nämlich. So. Wenn man sich einmal so daran gewöhnt hat, dass die Kamera automatisch dreht, wenn sie nicht richtig steht, wenn man gleitet oder... genauso wie jetzt, dann geht das eigentlich trotzdem ganz gut mit dem Gleiten. Hoffe ich jedenfalls. So, die kriegen natürlich auch... Ah, hier hätten wir sogar einen Drachen verpasst. Schaut mal. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ja, danke für den Hinweis, denn... Sonst wären wir auch gar nicht erst hier hingekommen. So. Erst einmal die hier ein bisschen. Hat der jetzt hin? Ne, der ist nach hinten gelaufen. Ich dachte schon, er hätte seinen feindlichen Kollegen da behauen. Das wäre auch gut gewesen. So. Es gibt auch öfter mal immer diese Diskussion, welche Teile denn am besten sind. Vor allem zwischen den ersten drei Spyro-Teilen. Ich muss sagen, ich fand immer den dritten Teil am besten, den zweiten, ja, am zweitbesten kann man schon so sagen. Und den ersten, ja, also ich will es nicht sagen schlecht, weil ich fand die halt alle drei extrem gut. Aber, okay, Trophäe halten. Ich habe mir jetzt gerade gefragt, ob es hier noch mehr Lagerfeuer gibt, die ich schon verpasst habe. Schauen wir mal. Wo war ich gerade? Genau. Ich finde halt alle drei extrem gut. Toll. Aber den dritten am besten, den zweiten besser als den ersten. Und den ersten auch sehr, sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, liegt das hauptsächlich daran an der Steuerung. Die hat mir halt, fand ich, ist von Spiel zu Spiel besser geworden. Da ich jetzt davon ausgehe, dass das bei allen drei Spielen gleich ist, glaube ich nicht, dass ich da im Endfazit jetzt großen Unterschied zwischen den drei Spielen machen können werden kann. Werden wir aber sehen. Vielleicht überrascht mich ja doch ein Teil des Spiels so sehr, dass ich sagen kann, ne, der ist besser als alle anderen. So. Große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. So, alle Drachen hätten wir schon. Damit fehlen uns nur noch Edelsteine. Und die hätten wir auch jetzt. Damit sollten wir das Level zu 100% abgeschlossen haben und wir können uns wieder nach Hause begeben. Ja, und da ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau weiß, ob wir noch ein Level übersehen haben, schaue ich mal ins Handbuch nach. Artisan 100% auf hier. Kann man das irgendwie... Ne, das zeigt nur an, wo ich bin. Ich damit jetzt alles hier? Das ist die gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Level habe. Ich
Bin mir gar nicht so sicher. Hier geht's zu dem, genau, zum Ballonfahrer. Da geht's zum Boss. Das Level haben wir. Das Level dort hinten haben wir. Da oben durch die Tür kann man nicht durch. Jedenfalls war das immer so. Ja. Haben wir. Dann dürfen wir alles haben, ne? Denn das Level haben wir ja auch. Ja, dürfte alles gewesen sein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Boss dieser Overworld. Speichern vorher noch mal ab und dann lassen wir uns mal toasten. Okay. Ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, dass der Boss selber auch noch eine Welt hat. Okay. Schauen wir uns das mal an. Oh, verdammt. Da wurde ich einmal getroffen. Diese Hunde, die springen. Oh, nehme ich auf einen drauf. Oh, und müssen zweimal erwischt werden. Deswegen wurde ich gerade so unvorbereitet getroffen. Das hatte ich nicht gesehen. Schauen wir mal, ist hier was für meinen Sparks? Nee, leider nicht, okay. Oh! Okay, Vorsicht! Eieieiei. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das im Original auch so war. Ich will jetzt einfach mal davon ausgehen. Aber mit Sicherheit sagen kann ich es nicht. Na. Oh. Aber einige, du. So, mit einer zwei schnellen Flammen sind die dann auch erledigt. Die hier. Oh! Wow, das war knapp. Die hier sowieso. Ich habe gedacht, der erwischt den so. Hui. Schön. Hier waren keine Gegner mehr. Okay. Den hier muss ich noch mitnehmen. Habe ich nicht vergessen. Schauen wir uns einmal an, was hier ist. Ich glaube, ich werde jetzt von keinem Gegner überrascht. Wäre mir aber fast passiert. Eieiei. Dass der so um die Ecke springt, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Shit, ich darf nicht mehr getroffen werden. Boah. Oh, das ist nämlich auch doof. Da ich Sparks nicht mehr habe, muss ich die Edelsteine direkt berühren, um die einzusammeln. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, ich werde hier noch die Gelegenheit haben, mir den Sparks wieder zu holen. Nasty Nork hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Der soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Spyro. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Okay. Danke für den Hinweis. Behalte ich mal im Hinterkopf. Okay, wir kriegen offenbar erstmal kein Spark zurück. Die springen sehr, sehr weit. Also das muss man schon mal sagen. Okay, jetzt warte ab zum nächsten. Nein! Shit! Weil ich vor die Wand gelaufen bin, der erste Tod. Wenigstens haben wir jetzt Sparks wieder. Oh Gott, ey. Hat der etwa ein Schaf rausgeguckt? Anu. So geht das viel besser. Schnell weg. Nachher schlägt er auch nochmal zu. Oh, das war tatsächlich nur so ein Schaf. Ziege, was auch immer.
So. Und jetzt ist das die Ziege, Schaf, war doch immer dran. Der Brandtatus, das war jetzt schon der Endboss, okay. Das ist ja schon, ich habe einen Tod, aber ehrlich gesagt auch nur, weil ich verpennt habe, dass man die zweimal treffen muss. Das Level haben wir 100% abgeschlossen. Wunderbar. Damit gehen wir nach Hause und die erste Overworld sollten wir damit schon mal fertig haben. Das ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Ja, damit wären wir wieder hier angelangt. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg zum Ballonfahrer. Ja, ich glaube, das war falsch. Naja, da hinten müssen wir lang. Zum Ballonfahrer. Und der soll uns dann mal in die nächste Overworld bringen. Servus. Gerettet, Spyro. Wenn du magst, kannst du in die Welt der Friedensstifter reisen. Bist du bereit zum Abflug? Ja, aber gerne. So, da wären wir also bei den Friedensstiftern. Diese Welt schauen wir uns aber allerdings erst im nächsten Part an. Bis dann!